Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Tech World in dem Modpack Feed the Beast. Wir fangen jetzt heute mal eine ganz neue Welt an. Wir fangen jetzt mit Stiflas LP an, also Stiflas Welt. Wir starten jetzt mal direkt. Ich hoffe, dass wir diesmal eine bombastische Welt bekommen, weil letzten paar Mal hatte ich echt das Problem, dass ich nichts auf dem Server hatte, weil es einfach nur Schrott war und ja, schon wieder ein Eisbio. Ich hasse es. Aber wir gucken erstmal ein bisschen rum. Dann zeige ich euch mal später noch mal die Bücher. Auf jeden Fall dieses Buch werde ich auf jeden Fall nicht machen, weil es Raycraft, damit kenne ich mich gar nicht aus. Ich habe auch keinen Bock, mich darüber zu informieren, weil die Sachen so schwierig zu bauen sind. Und ja, werden wir mal gucken, mit was wir eigentlich überhaupt anfangen. Mit welchen Worten. Ich glaube, wir machen als erstes alles ganz normal. Dann fangen wir an mit wenn ich genug geschlafen habe, vielleicht schon mit einem E-System. Danach wahrscheinlich, als erstes machen wir Reactorcraft, dann ein E-System, das ME-System direkt mit Strom versorgt und dann eventuell ein Jetpack, Tinkerscraft oder was. Ich werde mir was überlegen. Wow, Alter, Feier, wie ist denn hier gelandet? Auf jeden Fall ist die ganz schöne Mods hier drin, ich bin mal echt gespannt, was uns da erwartet. Mir macht das sowas von Spaß, das Spiel, ey. So, ich brauche erstmal Holz, weil ich wenigstens durch den Berg da hinten graben kann, ey. Ja, meine Folgen werden dann so circa, ja, 15 Minuten maximal. Weil länger kann ich nicht aufnehmen. Aber mal gucken, ob ich das auch hinkriege. Ja, super. Dann hoffe ich auch, dass ich direkt im Dorf bin später. Weil die haben meistens auch für Tinkerscraft das beste Sachen drin. Ja, das wäre eigentlich nur das Beste, wenn ich das finden würde. Weil sonst wäre es echt ein Problem, wenn alles als ein Problem hätte, aber wäre schon heftig, wenn ich alles zusammenkomme. Aber es wird mir schon kitzeln, alles zu machen. Bin ich ehrlich. Aber jetzt gehen wir erstmal. Durch den Berg. Auf die andere Seite. Also auf der Karte sehe ich nämlich, dass es da hinten Bäume gibt, aber ich glaube auch nicht so viele. Aber ich glaube ich besser, weil ich mag Schneebiom gar nicht. Ich liebe eher so Wälder oder Berge sind auch nicht schlecht, aber ohne Bäume, so scheiße, muss ich erstmal immer fahren gehen, woanders die Bäume dann dazu holen, aber Kuda! Cool. Oh, nicht direkt mit, ey. Kuda ist das Wichtigste bei Tech Town, also Tech World, ehrlich gesagt. Und wenn ihr das haben wollt, ich werde wahrscheinlich auch noch in die Kommentare, also in die Beschreibung, die Webseite mit angeben. Dann könnt ihr euch auch runterladen, wenn es euch Spaß macht. Auf jeden Fall, das Modpack spielt bei Minecraft 1.64. Ist aber gab ein neues Update, glaube ich. Wo jetzt, wie heißt es wieder? Jetpack erneuert wurde. Da kann man jetzt auch Rüstung dran machen. Aber muss man sich selber auch craften, kannst du jetzt so einfach eine Eisenrüstung
Eisenrüstung dran machen, sorry. Und ja. Aber ich spiele das erstmal aus. Okay, kann ich ja nochmal, schade. So. Och nee, oder? Ich muss glaube ich sogar in Schneebiom bleiben, wenn ich das sehe. Ich grab mich jetzt einfach mal durch. Ich habe mir jetzt Glück, dass ich direkt durchkomme. Nein, das war ja die erste klar. Sorry, dass es jetzt dunkel wird, aber geht nicht anders. Aber ich grab mich gleich wieder raus, dass ihr wieder was sieht. Tut mir echt leid, dass es jetzt dunkel ist. Aber ich konnte es anders machen. Oh, Spitzhacke gleich am Arsch. So. Wow. Alter. Guck ich mal, was für ohne Sterben. Komm, aua. Aua. Oh, bitte. Kühe töten. Weil ich später noch was auf Newscraft. Da brauche ich das ganze Leder. Aber es ist später noch so, muss ich das ein bisschen informieren dafür. Dann werde ich mich wahrscheinlich ein bisschen offline damit beschäftigen, damit ich euch zeigen kann, wie das geht. Weil so ohne Vorbereitung mache ich das nicht einfach. Weil bei mir, wenn ich was nicht weiß, probiere es erst aus, aber guck nicht nach. Bei Minecraft muss man nachgucken. Weil das ist so komplex. Boah. Ich habe schon so die scheiß Welten erstellt. Und nur Meteoriten und der Kram. Boah, wo da einfach mal Enderdrache auch noch dabei war. Super. War lustig. Jetzt habe ich die Welt direkt wieder gelöscht, ey. Warte mal kurz, ich guck mal. Ah, falscher Knopf. Ah, in die Richtung muss ich. Aha. Wow. Direkt Zuckerrohr mitnehmen. Damn. Zuckerrohr brauche ich jetzt nicht so mal. Oh, ich sehe einen Krater. Sogar. Nice. Ein Sumpf ist auch noch direkt daneben dran. Kleiner Fall Sumpf. Federn war auch. Das läuft ja schon bei uns. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein geeigneter Platz, Leute. Wo wir anfangen, unser Haus zu bauen. Ich weiß echt noch nicht, was ich baue. Ich baue einfach nur ein Haus, wo der einen Keller hat. Oder keine Ahnung. Lass uns mal überraschen. Das wäre so. So, jetzt sind wir im Wald. Das ist immer Holz. Also die Folgen, ich hoffe, dass ich es so pünktlich täglich rausbringen kann. Wenn nicht, versuche ich jeden zweiten Tag das rauszubringen. Die kommen dann meistens 14 Uhr. Aber ich habe ja noch ein Projekt laufen, das kommt dann meistens 18 Uhr. Mit anderen YouTubern und mal gucken, ob wir es mit die kriegen. Aber ich freue mich schon extrem drauf. Weil ich habe die ganzen YouTuber auch erst kennengelernt. Und die sind alle voll nett. Ich freue mich sowas von auf das Projekt. Boah, das wird immer lustig, dass sie alle auf einen selber bauen. Eine Stadt macht komplexe, ein komplettes Dorf sozusagen. Und ja, mal gucken, was wir kriegen. Aber ich glaube schon.
Oh ja. Ich könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr euch wünscht, was ich bauen könnte hier treten bei Tech Town bzw. Tech World. Vielleicht gehe ich auch noch darauf ein und mache das dann irgendwann, wenn ich genug Ressourcen habe. Aber ich denke, ich werde es machen. Ich glaube, ich werde diese Fläche sogar hier nehmen. Das ist geil. Ups, weiter. Weiter. Da. Oh, genau. Ja, 264. Ich mache jetzt erstmal ein kleines Blockhaus für den Anfang. Später noch so wieder eh größer gemacht. Und Fenster mache ich jetzt noch nicht rein, also jetzt nur zu bauen. Aber ich habe noch keine Schafe gesehen. Mist. Was sind die Schafe? Nein. Ich will jetzt zu weit laufen. Dann machen wir noch eine Tür. Dann legen wir uns schlafen, dann gehen wir noch ein bisschen fahren. Und ja, ach so scheiße, wir legen uns schlafen. Ja klar, wir gehen legen wir uns schlafen. Mhm. Stifler, mach einfach die Augen auf. Ich hab ja... Ups. Oh, ich hab ja keine Wolle. Sonst finde ich immer den Anhieb-Wolle. So, bitte ausleuchten. Boah, das ist so nice aus. So, machen wir mal Öfen. Ups. Leuchtet mit dem Namen am Anfang. Können wir unser Essen drin braten. Da, da. Ich nehme direkt noch eine Kiste. Ich werde noch, das werde ich auf jeden Fall auch noch Rucksäcke bauen. Weil die sind richtig geil. Dann kannst du jetzt zum Beispiel auch... oh, ups. So, ich glaube, das ist ein Ender-Rucksack. Kannst du einen hier lassen, anderen kannst du mitnehmen. Und wenn du stirbst, hast du, glaube ich, noch alles dabei. Kannst du auch gerne mal gucken. Da unten. Rucksack? Da! Da wusste ich doch, ein Ender-Rucksack. Mit der Ender-Truhe, haha! Aber ich will wahrscheinlich sowas machen. Oh, schön viel Leder. Oh, Fäden. Überlege ich schon, wie viel hat denn eigentlich Platz? Sieht man jetzt leider nicht, gell? Schade, 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 schade. Aber die hatte ich früher. Und da gibt es sogar noch einen Rucksack, wo du hier... Ist der da? Wo muss der Eisenstab? Aber das kommt ja alles noch. Boah. Sorry. Hat mir eben die Nase gekitzelt. Boah. Muss das jetzt regnen? Muss das jetzt unbedingt regnen? Gar nicht mehr. Essen noch einmal. Und dann haben wir Essen reingeweiht, ich bett. Ja. Aber jetzt muss ich noch die Kohle, die da vorne ist. Stop. Den letzten zwei Holzspitzhacken. Dann mache ich mir einen Steinpickler. Tue ich mir Eis immer abbauen und dann werde ich beim Anfang so ein Eis zu anfangen und ja, also ich werde dann jetzt doch offline ein bisschen fahren gehen
soll ich für euch ein bisschen Vorbereitung haben. Hier schaffe ich daraufhin ja schon weg. Also, mal gucken. Also ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin zuguckt, mir einen Daumen hoch gibt und mich abonniert. Also dann, tschüss.